Ja, und damit herzlich willkommen zum dritten und voraussichtlich letzten Teil des 3D Concept Labs 2022. Hier live aus Berlin. Die Temperaturen draußen haben sich ein kleines bisschen reduziert, hier drin noch nicht so wirklich. Mit mir hier sitzt jetzt Joachim Weinhold. Er hat eine Laufbahn hinter sich vom Künstler zum wissenschaftlichen Mitarbeiter und bewegt sich auf der Grenze zwischen der künstlerischen Anwendung von 3D-Drucktechnologie bis hin eben dann auch zur weiteren Forschung und Entwicklung an der 3D-Drucktechnologie. Außerdem mit uns verbunden sollte jetzt sein Professor Stefan Neudecker von der Folkwang-Universität, da sehe ich ihn in der Mitte, wunderbar, herzlich willkommen. Man forscht intensiv an der 3D-Drucktechnologie und insbesondere auch deren Anwendung im Bau. Und dann hoffen wir, dass sich in Kürze noch dazu schaltet Herr Wittecker, Mitglied des Deutschen Bundestags, hat seinen Wahlkreis in Baden-Baden, hat ein bisschen Bauvergangenheit in seinem Lebenslauf, hat aber vor allem viel Politikerfahrung und auch Politikerfahrung im Bereich Nachhaltigkeit. Wir hoffen, dass er in Kürze noch dazu stößt und wir uns jetzt unterhalten können über einen relativ weiten Bogen. Es geht um die Anwendung der additiven Fertigung. Die additive Fertigung, ich höre gerade, dass jetzt auch Herr Wittecker mit dabei ist. Dann herzlich willkommen auch in dieser Runde. Ich versuche gerade ein bisschen die Themen aufzumachen, die wir jetzt gleich hier so in der nächsten knappen Stunde irgendwie miteinander besprechen wollen. Es geht um so das Miteinander von Wissenschaft und Forschung, von Politik und aber auch Kunst und den kreativen Prozessen, die in der Kunst im Mittelpunkt stehen und wie sich diese Bereiche gegenseitig beeinflussen, im Idealfall auch gegenseitig fördern, um dann praktische Anwendungen zu finden. Ein Stichwort, das heute schon mehrfach gefallen ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben mehrfach gehört, dass der Baubereich einer der Hauptklima-CO2-Emittenten auf der Welt ist. Da sind vorne dran die Materialien Zement, aber auch natürlich Stahl und andere. Also Bauen und ein klimaverträglicheres Bauen ist ein ganz zentrales Element. Aber es gibt auch viele andere Bereiche. Im Moment tobt leider noch der Krieg in der Ukraine und wir alle hoffen, dass er schnellstmöglich vorbei ist. Aber dann eben auch geht der Blick schon nach vorne in den Wiederaufbau. Beim Wiederaufbau, man sieht es an den Bildern, muss schrecklich viel wieder neu aufgebaut werden. Wie kann man das am schnellsten und besten wieder aufbauen? Welche Hilfe kann dabei im Zweifelsfall auch die additive Fertigung leisten, um einen möglichst schnelle und nachhaltigen Wiederaufbau der Ukraine, damit das gelingt? Aber es gibt natürlich auch andere Länder. Der globale Süden, Afrika ist heute auch schon mehrfach als Stichwort gefallen, auch Länder und Regionen, die mit additiver Fertigung Lücken in der derzeitigen Versorgung vielleicht schließen können, die Fehler, die wir in der nördlichen Hemisphäre gemacht haben, vielleicht umschiffen können, wo sich auch Möglichkeiten der Zusammenarbeit in Zukunft eröffnen. All das sind Bereiche, wo die additive Fertigung eine Rolle spielen kann. Das so als der ganz grobe Zusammenwurf aus all den Themen, die jetzt hoffentlich hier so in den nächsten Minuten aufkommen. Aber versuchen wir einmal noch die Teilnehmer an dieser Runde vorzustellen. Ich fange in dem Fall mal alphabetisch hinten an, wenn ich richtig bin, ja doch. Herr Wittecker, wenn Sie so freundlich wären, uns einmal kurz zu schildern, wo Ihre Erfahrungen bisher im Bereich Bau liegen, welche Berührungspunkte Sie mit der 3D-Drucktechnologie haben und was Sie mit dem Thema Nachhaltigkeit intensiv verbindet.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Das kann ich gerne versuchen. Fangen wir vielleicht von hinten an mit dem Thema Nachhaltigkeit. Bin ich insofern sehr eng verbunden, weil ich in der letzten Legislaturperiode der Obmann für die Unionsfraktion war im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung. Und wir da sehr stark den Fokus darauf gelegt haben, wie können wir in der Gesetzgebung dafür sorgen, dass wir auch auf die nachhaltige Wirkung von Gesetzen besser Acht geben können. Wir gucken ja uns immer an, was kosten Gesetze, was verursachen sie für Bürokratie. Aber wir fragen selten eigentlich den Nutzen von Gesetzen ab. Und da könnte eben die Nachhaltigkeit und die ganzheitliche Betrachtung der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN eine wesentliche Rolle spielen. Ich hoffe, dass wir da noch weitere Fortschritte erzielen können. Vielleicht können wir das ja auch nachher noch diskutieren. Das zweite Thema, 3D-Druck, was verbindet mich damit? Jetzt bin ich kein 3D-Druck-Experte, das will ich nicht behaupten. Aber ich habe tatsächlich in meinem Wahlkreis zum einen einen führenden 3D-Druck-Hersteller, Stratasys, ist bei mir im Wahlkreis angesiedelt. Und zum anderen entdecke ich in immer mehr Unternehmen zumindest kleine Beispiele von 3D-Druck-Anwendungen. Also ganz langsam schleicht sich diese Technologie in den Firmenalltag in Deutschland ein. Und mit der Bauwirtschaft, naja gut, ich glaube, da ist jeder irgendwie in irgendeiner Form berührt. Sei es, wenn man als Mieter nach Wohnungen sucht, dann ist man darauf angewiesen, dass andere Leute schnell und zügig und adäquat bauen können. Oder ich habe natürlich jede Menge Gespräche auch mit jungen Familien, die ihr Eigenheim bauen wollen und keine Grundstücke finden, beziehungsweise die Preise für diese Menschen, auch wenn sie beide arbeiten, viel zu hoch sind. Und diese Themen versuchen wir natürlich zu bearbeiten. Deshalb bin ich auch gerne stellvertretendes Mitglied im Bauausschuss im Bundestag geworden. Vielen Dank dafür, Herr Professor Neudecker. Wenn Sie uns kurz schildern könnten, wo Ihr Forschungsschwerpunkt liegt und was für Sie die großartigste Neuentdeckung, Neuerfindung in dem Bereich war, nur Ihr schönstes Forschungsergebnis der letzten Monate. Der letzten Letzten Monate ist ein Monate bisschen ist ein bisschen schwieriger. Also schwieriger. ich habe im Im Prinzip Prinzip vor vor ein ein paar paar Jahren Jahren mein mein Themenfeld Themenfeld gewechselt. gewechselt. Also Also ich ich bin bin jetzt jetzt im im Industriedesign Industriedesign tätig tätig und und wir wir forschen forschen da da Mass Mass Customization Customization Prozesse, Prozesse, im im Wesentlichen Wesentlichen mit mit additiven additiven Fertigungsverfahren. Fertigungsverfahren. Und Und davor davor habe habe ich ich sozusagen, sozusagen, habe habe ich ich in in Braunschweig Braunschweig an an der der TU TU eine eine Anlage Anlage entwickelt entwickelt und und mit mit aufgebaut, aufgebaut, die die hybride hybride Fertigung Fertigung von von Architektur Architektur macht. macht. Das Das ist ist eigentlich eigentlich sozusagen, sozusagen, da da kommt kommt sozusagen sozusagen meine meine Expertise Expertise jetzt jetzt im im Bauwesen. Bauwesen. Und Und da da wird wird untersucht, untersucht, sozusagen, sozusagen, wie wie man man die die doch doch sehr sehr komplexen komplexen Bauprozesse Bauprozesse halt halt unter unter anderem anderem mit mit Hilfe Hilfe der der additiven additiven Fertigung Fertigung abbilden abbilden kann. kann. Aber Aber es es ist ist halt halt nicht nicht nur nur die die additive additive Fertigung, Fertigung, sondern sondern es es ist ist Zusammenspiel Zusammenspiel von von 3D-Klasse, von 3D-Drucken mit klassischen Methoden der mechanischen Nachbearbeitung und auch mit Drucken von Metallen. Das heißt also, das Drucken von, also zum Beispiel Beton ist ja nicht ein Material, sondern es ist wenn wir von Beton sprechen, das ist halt immer ein Verbundwerkstoff. Und das sind, glaube ich, noch große Herausforderungen. Und das ist eigentlich das, was mich eigentlich interessiert. Also diese Prozesse zusammenzubekommen, damit es wirklich Verfahren werden, die halt effektiv im Bau eingesetzt werden können. Ja, und eben hier mit mir zusammen in diesem, wie soll ich sagen, wenn es um Klimainvestitionen oder um Klimaverträglichkeit geht, auf jeden Fall sparen wir im Moment jeden Cent in diesem Raum, was Klimaanlagen angeht. Deshalb ist es reichlich warm. Mit mir zusammen sitzt hier Joachim Weinhold. Wenn du kurz beschreiben könntest, wann bist du sozusagen in den großen Zaubertopf des 3D-Drucks gefallen und was verbindet dich mit dieser Technologie? Ja, also der Anfang für mich waren die künstlerische Arbeit. Also das ist noch im Studium gewesen, 1995 bin ich auf der Hannover Messe auf 3D-Druck gestoßen als Technologie. Ich hatte davor schon mal davon gelesen, wollte das also unbedingt ansehen und in dem Moment sagte ich, okay, das ist jetzt mein Werkzeug. Das war also damals noch alles sehr klein. Also die erste Ausstellung war auch dann 1995. Das waren sehr kleine Teile, da musste ich dann also vom monatlichen Wurstbrot dann doch Abstriche machen.
im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das hat etwas gehabt für mich, was absolut spannend war. Ich hatte vorher mit Holographie gearbeitet und hatte festgestellt, das ist mir etwas zu begrenzt gewissermaßen in den Möglichkeiten. Ich wollte also Objekte haben, mit denen ich arbeiten kann. Und bin dann im Laufe der Zeit dann irgendwann nach Berlin gekommen, habe dann eine Stelle an der UdK gehabt für mehrere Jahre in einem Forschungsprojekt zum Thema Rapid Prototyping, wie es damals noch hieß. Ein Begriff, mit dem damals noch niemand so richtig was anfangen konnte. Da wurde dann irgendwann 3D-Druck geprägt. Ab dem Moment ging das ja eigentlich erst richtig los. Da hatten sich dann alle dafür interessiert. Und es ist für mich ein inzwischen selbstverständliches Werkzeug geworden. Also das ist das, was mich so fasziniert, ist auch die Vielfalt. Also wenn ich jetzt aus den letzten Jahren, aus dem 3D-Labor bisher und jetzt aus der Zentralanrichtung 3D-Technologien mir das anschaue, sind immer wieder sehr spannende Themen da hineingekommen, von denen ich vor 10 oder 20 Jahren noch nicht geahnt hätte, dass das irgendwann einmal mit 3D-Druck in Zusammenhang kommt. Also wir haben mit Agrarwissenschaftlern, mit Zoologen zusammengearbeitet. Wir arbeiten mit einer ganzen Reihe von Museen hier in Berlin auch ständig zusammen. Es sind immer wieder neue Herausforderungen und das, was Stefan vorhin gesagt hat, ist auch etwas, was für uns interessant ist, eben die Zusammenwirkung mit anderen, zum Teil auch herkömmlichen Technologien, dass man eben ein Hybrid schafft aus etwas, was ganz neue Elemente beinhaltet, aber dann eben auch sagen die sogenannten herkömmlichen Technologien mit berücksichtigt oder die integriert. Und da wird es dann für uns oft sehr spannend. Damit sich diese Produkte, die dabei entwickelt werden, auch am Markt irgendwann durchsetzen können, braucht es ja eine ganze Bandbreite an Voraussetzungen. Eine der Voraussetzungen wird dann auch häufig von der Politik geschaffen, nämlich die Innovation qua Gesetz. Dadurch, dass Vorschriften verändert werden, Grenzwerte neu gesetzt werden, die Politik von Unternehmen, von Verbrauchern verlangt, ein Stückchen weit innovativ zu werden, weil so wie wir bis jetzt leben und wirtschaften, in Zukunft dann nicht mehr funktionieren wird. Könnten Sie da ein bisschen Ihr Verständnis von Politik auch als Innovationstreiber verstehen? Sehen Sie die Politik da als, als einen Bereich, wo man dafür sorgt, dass neue Produkte und neue Dienstleistungen entwickelt werden, oder versucht die Politik einfach nur den Rahmen dafür zu setzen? Wie viel Innovation können wir uns, wie viel Innovationsdruck geht von der Politik aus, Ihrer Meinung nach? Also, ich glaube, dass wenn die Politik jetzt anfangen würde, sich so zu verstehen, dass sie der Innovationstreiber für die Wirtschaft ist, dann übernehmen wir uns, glaube ich. Wir setzen, sagen wir mal, vielleicht Mindeststandards, was zum Beispiel Arbeitsschutz und so weiter angeht. Das ist auch richtig. Aber ich hoffe, dass doch der Innovationshunger und die Lust auf Neues größer ist als das, was wir in Gesetzestexte gießen. Was wir als Politik machen sollten, ist zum einen alles, was mit Forschung und Entwicklung zu tun hat, zu unterstützen. Das haben wir auch in der letzten Bundesregierung ja getan, indem wir auch steuerliche Abschreibungen da verbessert haben. Und zum anderen sollten wir natürlich versuchen, solchen Entwicklungsprozessen keine zusätzlichen Hemmschuhe anzuziehen. Das wäre, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich mache ein Beispiel. Wir reden ja viel über Klimaschutz. Und natürlich wird es dann auch in Zukunft darum gehen, wie wir CO2 aus der Atmosphäre wieder rausnehmen und einlagern. Das ist in Deutschland, die Erforschung solcher Technologie ist in Deutschland im Praxistest nicht möglich, weil gesetzlich verboten. Ich finde, sowas ist nicht sinnvoll. Und darüber hinaus, glaube ich, wird es von ganz alleine auch wird der Entwicklungsdruck größer werden, weil wir vor
großen Umwälzungen in der Arbeitswelt stehen. Der demografische Wandel wird kommen. Er wird in den nächsten 10, 15 Jahren massiv zuschlagen, in Anführungsstrichen. Und es wird bedeuten, dass die Unternehmen viele Arbeitsprozesse standardisieren, weiter standardisieren und vor allem automatisieren müssen, digitalisieren müssen, um überhaupt noch mit dem weniger an Arbeitskräftepotenzial vorhandenen Leuten dann ihre Dienstleistungen und Produkte anbieten zu können, fertigen zu können. Ein Punkt, wo die Politik wirklich ein bisschen mehr Beine machen kann von sich aus und was dann positive Effekte dann auch in die Wirtschaft hat, ist alles, was mit der Digitalisierung der Verwaltung zu tun hat. Das kann man, finde ich, sehr beeindruckend in den osteuropäischen Ländern vor allem sehen, die da sich frühzeitig aufgemacht haben und wo frühe Standardsetzung in der Digitalisierung dazu führt, dass viele Unternehmen diese Standards übernehmen und dann daraus neue Dienstleistungen entwickeln können. Da hätten wir in Deutschland durchaus noch ein bisschen Nachholbedarf von Seiten der Politik. Ja, kann vielleicht gleich Herr Neudecker anschließen. Wie sieht es denn aus, gerade auch im Bereich der Standardisierung in der additiven Fertigung? Kann eine Innovation, die man in Deutschland getätigt hat, kann die automatisch überall in der Welt eingesetzt werden und wird es überall gleich verstanden? Oder gibt es da noch Hemmnisse, was die international gültigen Standards angeht? Und im Anschluss die Frage, wie sieht es denn aus mit der Unterstützung der Forschung in Deutschland? Hat man das Gefühl in der Forschung, dass hier ausreichend gefördert und auch das Richtige gefördert wird? Oder was würde sich der Forscher wünschen, was noch getan werden müsste, gerade auch mit der Vergabe von entsprechenden finanziellen Ressourcen, dem Aufbau entsprechender Lehrstühle etc., um hier die Forschung insgesamt, aber aus unserer Sicht natürlich besonders wichtig, die Forschung an additiven Technologien voranzutreiben? Ich glaube, da ist Deutschland gar nicht so schlecht aufgestellt. Also gerade im Bereich der Forschung, also die Förderprogramme, die da in den letzten Jahren aufgesetzt worden sind und die jetzt auch jetzt gerade in der Bearbeitung oder die Projekte gerade auch laufen, aber auch das, was in den letzten Jahren schon entstanden ist, das ist schon ziemlich viel. Ich glaube da, also gerade, ich glaube, die Forschungsförderung hat das schon sehr recht gut verstanden. Das heißt, dass die additive Fertigung dann ein wichtiger Impuls sein kann und dass das halt einfach wichtig wird für unsere Zukunft. Ich glaube, können wir ziemlich zufrieden sein, sozusagen. Also da passiert viel, da wird in den nächsten Jahren noch viel kommen. Es gibt auch einige Ausgründungen auch schon, die halt in den Sektor der additiven Fertigung dann reingehen, sozusagen, und wirklich dann industrielle Lösungen anbieten. Ich glaube, was spannender wird, ist wirklich, wir haben es ja damit mit neuen Verfahren, vor allem mit neuen Materialien, ganz oft zu tun, die ganz neue Anforderungen stellen. Das heißt, da ist natürlich ist noch nicht so wahnsinnig viel zertifiziert oder standardisiert. Das liegt einfach daran, dass die Verfahren ja alle noch in der Entwicklung sind und sich stetig weiterentwickeln. Da ist natürlich dann, wenn man will, dass sozusagen sich dann diese Technologien etablieren, muss man natürlich die Rahmenbedingungen schaffen. Das heißt also auch die Rahmenbedingungen für die, zum Beispiel für die Startups, die halt im Moment, glaube ich, ein recht hohes Risiko eingehen, Unternehmen gründen, mit neuen Technologien in der Hoffnung, dass sie halt das schaffen, sozusagen eine Nische im Markt zu finden. Ich glaube, dass das europäische Ausland oder auch generell das weltweit ist, da ist man da ein bisschen schneller und offener, ist so ein bisschen mein Eindruck, wobei ich das jetzt auch nicht generalisieren will. Also Blick ist da so ein bisschen der Pionier sozusagen im 3D-Drucken zum Beispiel von Gebäuden. Das ist ja China, eine Firma Winsun in China, die ersten Gebäude gedruckt hat aus Beton und die inzwischen da ganz groß im Business sind, die aber durchaus ähnliche Probleme haben. Aber was man halt auch merkt, ist, dass also die Firmen finden auch Lösungen dafür. Das heißt also, indem man halt einfach dann auch wieder herkömmliche Verfahren, die schon zertifiziert sind oder die standardisiert sind, kombiniert mit dem 3D-Druck. Das heißt also, dass dann zum Beispiel die 3D-gedruckten Bauteile halt keine tragenden Bauteile sind dass dann zum Beispiel mit herkömmlichem Beton nochmal verfüllt wird, der halt dann wirklich ganz, ganz genau genormt ist und
Damit kann man eigentlich dann solche Sachen aktuell umgehen. Langfristig, wenn man wirklich hin zu vollautomatisierten Prozessen kommen will, die halt wirklich, da wird es dann wirklich eine gewaltige Herausforderung, weil man es halt eben auch nicht mehr nur mit einem Verfahren zu tun hat, sondern mit mehreren. Es gibt so ein ganz schönes Beispiel, so ein Hamburger Startup, die jetzt zum Beispiel auch mit 3D-Druck arbeiten, aber die zum Beispiel dieses Spritzverfahren aus dem Tunnelbau sozusagen einsetzen und dadurch halt einfach die Zertifizierung für diese Tunnelbauverfahren sozusagen auf die Betonproduktion von Architekturbauteilen übertragen werden kann. Aber das ist halt zum Beispiel, ja. Also ich glaube, da gibt es große Herausforderungen, aber die Unternehmen finden schon teilweise ihre Wege dadurch und die Politik kann natürlich auch ein bisschen dazu beitragen, das noch zu fördern. Aber das stimmt natürlich auch, das heißt, die Innovationen müssen halt sozusagen aus den Forschungsprojekten kommen oder von den Unternehmen und dann müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, wenn sie erkennt. Wie sieht das bei euch im Alltag aus, eben hier direkt an der Technischen Universität? Den genauen Fachbegriff, der ist mir natürlich jetzt prompt wieder entfallen, des Instituts, das ist die Zentraleinheit. Ja, es ist jetzt ganz, ganz brandneu geschaffen, also klingt etwas vornehmer als früher. Also früher waren wir das 3D-Labor am Institut für Mathematik der TU Berlin, also auch schon mal relativ lang. Und wir sind jetzt Zentraleinrichtung geworden an der TU Berlin mit dem Ziel, eben auch Investitionen zu bündeln, also aufgrund der Kosten, die wir also natürlich dann haben. Also die Maschinen im professionellen Bereich sind ja schon etwas aufwendiger, um das dann eben zu konzentrieren und dann eben auch einen weiteren Faktor mit einzubeziehen. Nicht nur die Beschaffung einer solchen Anlage kostet Geld, sondern auch der Betrieb. Also es muss die Wartung gemacht werden, die Mitarbeiter, die so eine Maschine bedienen, die müssen sich auskennen mit ihrem Gerät. Und das sollte da so damit konzentriert werden. Das war die Idee dahinter. Und wir finden jetzt unseren Raum demnächst, wenn der fertiggestellt ist, im interdisziplinären Zentrum für Modellierung und Simulation. Bei uns ist es praktisch dann so, dass wirklich alle, die drucken, es gibt einige Bereiche, die dann noch ihre eigenen Geräte haben, aber die sind dann sehr speziell, da können wir dann nicht mit Dienstleistungen unterstützen. Dann kommt halt jemand zu uns und gibt etwas in Auftrag. Also fragt an, kann ich etwas drucken, kann ich etwas scannen? Also wir haben drei verschiedene Bereiche, 3D-Scan, 3D-Druck und 3D-Visualisierung und sind in allen diesen Bereichen dann eben aktiv. Da ist dann eben eine sehr große Vielfalt. Es entwickelt sich also immer wieder neu. Es kommen also auch Anfragen, die dann auch direkt in Fragen in Richtung Bau dann eben gehen. Da sind wir aber mehr so im Bereich Analyse tätig. Das heißt, wir drucken dann nicht selbst. Von der Geschichte her habe ich so die Erfahrung, dass das jetzt ein bisschen nivelliert zugunsten anderer Aufgaben, dass die Architekturstudenten sehr oft bei uns waren, um ihre Modelle zu drucken. Was natürlich ein Riesenvorteil war, weil man in der Diplomzeit oder in der Zeit der Masterarbeit sich wirklich auf den Entwurf konzentrieren konnte und nicht das Modell bauen musste. Das heißt, der Modellbau fand dann teilweise wirklich erst in der letzten Woche statt, mit einem Zeitplan, der durchaus haarsträubend war mitunter. Also dass also am Freitag jemand kam und am Mittwoch war die Endpräsentation. Aber wer war oder wen nehmt ihr da als sozusagen die stärksten Innovationstreiber wahr? Sind das die Leute, die daran arbeiten und neue Ideen und Verfahren entwickeln oder weil externe neue Forschung beauftragen, um neue Produkte, neue Verfahren zu entwickeln? Wo entsteht da am häufigsten Innovation? Am häufigsten, da hätte ich jetzt Schwierigkeiten, das zu generalisieren und das so zu verkürzen. Es ist völlig verschieden. Also wir haben die Situation, wir machen sehr oft Führungen, das heißt in den letzten 2,5 Jahren leider nicht. Aber da ist dann eben die Erfahrung, dass plötzlich jemand sagt, hey, das ist ja total toll, das wollte ich schon seit Jahren machen, könnt ihr auch das und das? Das heißt, dann kommt dann daraus mitunter wirklich ein Projekt dann zustande.
Mit Museen zum Beispiel ist es auf diese Art und Weise geschehen. Da hatten wir dann ein EFRE-Projekt in Zusammenarbeit mit den staatlichen Museen unter anderem. Und da wurden dann verschiedene Technologien zusammengeführt. Also das alte gewissermaßen in einem Falle, das herkömmliche Verfahren des Gipsabgusses mit unserer Expertise eben im 3D-Druck und Scan. Das heißt, wir konnten Skulpturen, die es in der Sammlung dieses Museums nicht mehr gab, konnten wir wieder gewissermaßen reaktivieren und zurückführen. Dann kommen wir auch ganz überraschenden Anfragen, die gewissermaßen so um die Ecke gedacht sind. Und das ist das, was bei uns meines Eindrucks nach sehr oft passiert. Wir hatten eine Anfrage von Agrarwissenschaftlern, das ist jetzt überhaupt nicht zum Thema Bau, aber soll so ein bisschen zeigen, wie, um welche Ecken man dann mitunter denken muss. Und die hatten die Idee, sie wollten besser darstellen, welche Qualität Ackerboden hat. Das heißt, sie haben eine Bodenprobe genommen mit einem extra Bohrkern, dafür haben sie extra eine Maschine sich gebaut, diesen Bohrkern mit 50 cm Durchmesser ungefähr, wenn ich mich recht entsinne, zu produzieren, haben den in ein medizinisches CT gepackt, aus der Computertomographie einen Datensatz rausgezogen und wir haben den dann weiter bearbeitet, um ein Modell dieser Regenwurmgänge zu bauen. Weil die Regenwurmgänge zeigen, wie gut durchlüftet ein Stück Boden ist. Das war der Hintergedanke bei der ganzen Geschichte. Das heißt, enorme Hightech eingesetzt, um eine Information klarer zu bekommen, die dann eben für diesen Bereich essentiell ist. Also ich habe mir das mehrfach von verschiedenen Quellen erklären lassen, wie das vorher lief. Da wurde eben auf einen Quadratmeter Boden, der abgesteckt war, wurde Senfsoße gegossen. Die Regenwürmer mochten den Senf nicht, sind weggekrochen und dann hat man sich daneben gesetzt und gezählt, wie viele Würmer wegkrochen. Das ist dann nicht ganz so sehr informativ wie so eine genaue Darstellung. Ich hoffe, dass jetzt niemand aus irgendeiner Ethikkommission aufspringt, weil er sich um die Regenwürmer sorgt. Aber versuchen wir mal, jetzt heute auch wieder zentrales Thema, Nachhaltigkeit, im Moment vor allem eng verknüpft mit dem Thema CO2-Ausstoß und das jetzt in diesem Fall auch noch eng verknüpft mit dem Thema Bauen und CO2-Ausstoß. Wo können wir am ehesten positive Entwicklungen und Innovationen erwarten, die Bauen in Zukunft zum einen nachhaltiger macht, am besten auch gleichzeitig auch finanzierbar hält, damit die vorhin angesprochene Familie auch in Zukunft günstigen Wohnraum finden kann. Wo liegen dort die Innovationstreiber und wie könnte man diese Innovation weiter fördern? Also ein Beispiel, das mir sofort durch den Sinn geht, das ist jetzt nicht so sehr für Berlin geeignet. Das habe ich einmal gesehen und das war, glaube ich, heute einmal Thema. Auch wieder Verbindung von Technologien, Verbindung von Materialien. Warum nicht zum Beispiel Verbindungsknoten zu drucken, in die dann Bambus eingefügt wird. Für Fahrräder wird es, glaube ich, auf jeden Fall schon gemacht. Das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr beim Concept Lab. Und da ist natürlich dann die Möglichkeit dadurch gegeben, wir haben ein konzentriertes Objekt, ein konzentriertes Teil, das sehr komplex ist, das wir verbinden mit etwas, was in Massen zur Verfügung steht, eben der Bambus. Also nicht hier in Berlin, aber dann eben in anderen Ländern. Und ich kann mir vorstellen, dass solche Wege sehr spannend sind, um nachhaltig zu arbeiten. Denn wir sind ja nicht die einzigen Menschen auf der Welt. An anderen Punkten wäre die Frage, wie konzentrieren wir, das wäre jetzt aber eine Frage, die würde ich eher an Stefan richten, mit welchen Bauteilen können wir gut arbeiten. Es geht ja bei Architektur auch um Gestaltung. Wir können neu und wir können anders gestalten, wir können einfacher gestalten, kosteneffizienter gestalten, können Sachen machen, die bisher noch nicht gehen. Das ist ja eine der hohen Qualitäten beim 3D-Druck, dass wir individualisiert fertigen können. Wir können Kleinserien fertigen, also ab Größe 1 gewissermaßen können wir fertigen, weil es der Maschine relativ egal ist, was wir bauen. Und da wäre jetzt die Frage, wie lässt sich das einsetzen mit Strukturelementen, die wir einsetzen in Gebäude. Da bin ich jetzt in dem Bereich
muss ich gestehen, nicht so sehr drin. Das wäre etwas für Stefan, da würde ich die Frage gleich weitergeben wollen. Also das ist natürlich ja auch der Kern des Bauwesens. Das heißt also, es ist ja immer das Unikat, was man eigentlich fertigt. Also auch wenn es natürlich Ähnlichkeiten teilweise in den Strukturen gibt, aber im Prinzip ist jedes Gebäude so einzigartig. Und da passt natürlich die Technologie 3D-Drucken super dazu. Das ist jetzt aber nicht unbedingt ein Nachhaltigkeitsaspekt. Also sozusagen, also ich würde sagen, das ist formal natürlich spannend und der Prozess passt da ganz gut dazu. Wo ich sozusagen das größte Potenzial sehe, sozusagen in der Nachhaltigkeit, sind auch gar nicht unbedingt die Materialien. Das heißt also nicht Beton oder Holz oder wie auch immer, sondern es ist einfach das, dass wir Ressourcen einsparen können. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt. Das heißt also, es kann einfach viel weniger Material, also man erreicht mit viel weniger Material eigentlich das Gleiche, was man sonst auch erreicht hat. Und das hat interessanterweise auch wieder eine Auswirkung auf die Gestalt von Gebäuden. Das heißt, auch die Form und wie wir Architektur auch wahrnehmen, weil das natürlich bedeutet, dass wir andere Formen bekommen. Also man kennt das ja so ein bisschen aus dem, was man ja vielleicht auch 3D-Druck und Metall so kennt, so sehr organisch geformte Bauteile. Und das ist da die Konsequenz sozusagen auch aus dem Einsparen von Material und nur das Material da hinzulagern, wo es wirklich strukturell notwendig ist. Und das Gleiche kann halt in der Architektur auch passieren. Das heißt also, wenn man jetzt sozusagen Ressourcen einspart und weniger Material verbaut, dann muss man das Material halt genau an die Stelle bringen, wo es hin muss. Und dann kann es durchaus sein, dass man wieder fast zu einer neuen Formensprache kommt. Also wie damals zum Beispiel im Mittelalter in der Gotik war das ja eigentlich was ein Zwang. Man musste halt irgendwie, wenn man riesige Kirchen gebaut hat, musste man halt möglichst effizient und mit Material bauen. Es durfte nicht zu schwer werden. Es musste aber halt optimal funktionieren, um halt große Fensteröffnungen noch zu lassen, damit Licht reinkommt. Und dementsprechend hat man ja damals diese tollen Kreuzbogengewölbe gemacht. Und das ist fast eine Analogie zu dem, was jetzt eigentlich passieren könnte. Das heißt, dass man einfach ganz neue Formen, eine neue Formsprache entwickeln wird. Und da ist die Architektur natürlich gefragt und die Architekten, die halt dann diesem Verfahren entspricht. Und gleichzeitig halt auch nachhaltiger ist, indem halt einfach ganz viel Material gespart wird. Also man muss halt dazu sagen, wir sind ja auch zum Beispiel, wenn man jetzt Betongebäude hat, die von der Umweltbilanz, ja, sagen wir mal, aktuell fragwürdig sind, wobei man das auch ein bisschen genauer betrachten muss. Das heißt, wo entstehen da die CO2-Emissionen? Also auch da kann man ansetzen und da einfach auch verbessern. Aber mit den heutigen Bauweisen, verbauen wir einfach 70% Material mehr, als wir eigentlich bräuchten. Und das wiederum bedeutet halt einfach, wenn man dickere Decken machen muss, damit die halt gut funktionieren, damit man sie halt mit den herkömmlichen Methoden herstellen kann, bedeutet das halt auch, die Wandstrukturen müssen stärker werden, hat man da auch wieder mehr Material. Also das, und so summiert sich das auf. Und da steht riesiges Einsparpotenzial. Und wenn man weniger Material verbaut, dann wird es auch günstiger. Das heißt also, man muss halt weniger Material bezahlen. Herr Whittaker, wo sehen Sie da die Rolle der Politik auch da drin? Zum Beispiel, was die Förderung von klimaverträglicherem Bauen angeht. Die grüne Null, wie Sie das mal beschrieben haben, wie lässt sich die am ehesten auch im Bausektor einhalten? Und wie schafft man es, dass dann eben auch vielleicht neue Verfahren einen Weg auch in den Einsatz finden, dass sie eben auch die nötigen Zulassungen haben, immer selbstverständlich vorausgesetzt, dass sie genauso sicher ist, weil egal wie innovativ das Gebäude aussieht, es soll halten. Wo sehen Sie da die Rolle der Politik? Also klar ist die Rolle der Politik, da immer wieder die gesetzlichen Vorgaben klar zu machen, damit jeder weiß, woran er ist. Und ich glaube, das sind zwei wesentliche Punkte wichtig. Das eine ist, Sie haben es gerade angesprochen, mit der grünen Null. Darunter verstehen wir de facto ein ganz klares Preissignal. Also unsere Aufgabe, also wir als Christdemokraten sagen, diese Klimakrise ist so gewaltig, dass wir jetzt alle marktwirtschaftlichen Akteure brauchen, die ihre Ressourcen quasi auf dieses Problem stürzen können. Und unsere Aufgabe in der Politik ist es nur, für eindeutige Signale zu sorgen. Und ein eindeutiges Signal ist ein Preissignal. Deshalb ist es
wäre es gut, wenn wir möglichst in der gesamten Europäischen Union sehr schnell zu einem einheitlichen CO2-Bepreisungsmodell für alle Sektoren kommen. Da sind wir noch nicht, ist noch ein Weg dahin, würde mir da noch mehr Tempo wünschen. Und das bedeutet natürlich dann auch, dass wir in Deutschland, eventuell dann bei noch nationalen Dingen, wo wir noch mehr Steuern und Abgaben verlangen und damit das CO2-Bepreisungsmodell verzerren, dass wir das sein lassen. Das ist das eine wesentliche Thema. Und das andere ist, ich glaube, wir müssen tatsächlich auch nochmal uns die ganzen Baunormen und Bauvorschriften anschauen. Ich hatte, glaube ich, letztes Jahr war das noch in einem Gespräch mit einem Unternehmen, was innovatives, nachhaltiges Bauen macht, durchführt. Die haben ein Projekt in Stuttgart gemacht. Und die sind de facto in vielen Punkten einfach an konkreten Bauvorschriften gescheitert. Beispielsweise, dass vorgegeben ist, wie dick eine Dämmung zu sein hat. Nun haben die aber neue Baumaterialien eingesetzt. In dem Fall kann man sich das vorstellen, Holz, was wie Ziegelsteine quasi gestapelt wird und gemauert wird, in Anführungsstrichen. Aber durch diese neuen Baumaterialien, beziehungsweise die Art und Weise, wie das verbaut wird, braucht es keine Dämmung mehr, erzielt aber die gleiche Dämmleistung. Und deshalb sollten wir gut beraten, in der Politik eher uns in den Gesetzen auf die Ergebnisse zu konzentrieren und weniger auf die Frage, wie kommt man zu diesem Ergebnis. Das wird sich ergeben dann durch eine hoffentlich immer schärfere Bepreisung dann von CO2. Und natürlich könnte man das auch mit anderen nicht nachwachsenden Rohstoffen genauso handhaben. Aber das sind, glaube ich, die wesentlichen Punkte, über die wir in der Politik reden müssen. Vielen Dank. Herr Neugedecker, wie erleben Sie da die, soll ich sagen, Rahmensetzung durch diverse Normen? Erleben Sie, dass es da Innovationen und Ideen gibt, neue Konzepte, sei es Material einsparen, dadurch, dass man einfach weniger Material braucht, bis hin zu neuen Dämmungskonzepten, dass es da vielleicht ganz wunderbare Ideen gibt, die aber nicht umsetzbar sind, weil sie derzeit noch nicht in die deutschen oder europäischen Bauvorschriften passen? Oder sehen Sie da keinen direkten Hemmschuh? Also ich sehe da durchaus einen Hemmschuh. Das heißt, also die deutschen Bauvorschriften haben ja natürlich auch einen Hintergrund. Das heißt, sie sollen halt auch sicherstellen, dass die Gebäude halt stabil sind, dass die Dämmwerte eingehalten werden. Und es ist schon schwierig, also in Deutschland ist da sehr strikt drin, das heißt, es gibt, wird halt alles zertifiziert und normiert. Und da tun sich natürlich neue Verfahren sehr schwer. Das heißt, ich kann jetzt leider nicht direkt aus der Praxis sprechen, weil ich eigentlich nicht in der Praxis arbeite. Aber von dem, was ich halt so mitbekomme, es ist halt immer die Balance, sozusagen einfach sozusagen etwas zu erreichen und gleichzeitig halt einfach das im Rahmen der Bauvorschriften zu machen. Und da fallen dann viele innovative Ansätze auch mal über den Tisch, weil sie halt einfach nicht umsetzbar sind. Das ist aber wirklich eine schwierige Frage. Das heißt also, weil wie gesagt, sie haben ja auch eine Funktion und das Wichtige ist, glaube ich, einfach, dass diese Prozesse, dass halt einfach neue Verfahren schneller in diese Prozesse aufgenommen werden. Das heißt, ich glaube, weil diese Normierungsprozesse, die liegen ja auch alle noch in den traditionellen Verfahren. Das heißt also, da hat sich halt einfach über lange Zeit nicht so viel geändert. Das heißt, es gab immer kleinere Fortschritte, sozusagen so eher so eine evolutionäre Fortschritte, die aber relativ langsam stattgefunden haben. Und wir sind halt gerade in einer Zeit, wo gerade durch die generativen Fertigungsverfahren, durch die neuen Anforderungen sozusagen, die wir durch unsere Umwelt auch haben, dass diese Prozesse sich halt wahnsinnig beschleunigt haben. Und da ist einfach diese Prozesse der Genehmigung oder der Genehmigungsprozesse, die hinken da hinterher. Die sind einfach, die Normierung kann nicht so schnell stattfinden. Und das, da hilft wahrscheinlich wirklich das, was vorhin angesprochen worden ist, die Digitalisierung sozusagen auch der Abläufe in der Verwaltung sozusagen, dass man einfach und auch in den ganzen Verfahren, sodass man da einfach mehr Schwung rankriegt. Das heißt, dass wir halt weiterhin unsere hohen Baustandards halten können, aber dass wir schneller sozusagen neue Verfahren in die Zertifizierung reinbekommen und dann auch einsetzen können.
Und ich sehe das aber auch genauso. Das heißt also, ich würde das halt auch idealerweise auch vom Ergebnis abhängig machen, sozusagen. Also was ein Gebäude letztendlich erfüllt und nicht so sehr von wie viel Wärmedämmung man aufbringen muss. Das ist das hat schon hat ziemlich abstruse Auswirkungen in den letzten Jahren auch schon gehabt. Das heißt also, dass man einfach zum Beispiel auch wirklich Gebäudekonzepte, die halt sehr nachhaltig wären, gar nicht umsetzen konnte, weil man sie eigentlich abdämmen musste, sozusagen. Und da beißt sich gerade so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Prima, dann können wir das ja uns zumindest auf den Aufgabenzettel schreiben, dass wir da versuchen, darauf hinzuwirken, dass sich auch die Digitalisierung der Bauverwaltung vorantreibt und dann auch entsprechend im Bereich Normung die Geschwindigkeit deutlich erhöht wird, dass die Innovationsgeschwindigkeit und die Normungsgeschwindigkeit möglichst Hand in Hand gehen. Versuche jetzt mal so einen gewissen gedanklichen Schritt weg von dem konkreten, nachhaltigen Bauen in Deutschland zur Rolle der additiven Fertigung, was jetzt direkte Krisenbewältigung vielleicht in Zukunft in der Ukraine angeht. Also nicht die direkte Krisenbewältigung, sondern der Wiederaufbau als sozusagen mittleres und hoffentlich nicht allzu fernes Ziel, aber auch die Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel mit dem globalen Süden, mit Afrika, welche Rolle da die additive Fertigung spielen kann. Ein Blick in die sozusagen auch Forschungspraxis oder praxisnahe Forschung. Welchen Beitrag vermutest du, könnte die additive Fertigung leisten im Wiederaufbauprozess der Ukraine? Angefangen von dringend benötigten Ersatzteilen bis hin zum, das haben wir heute Vormittag ja schon in dem einen oder anderen Vortrag gesehen, der Möglichkeit mit 3D-Druck relativ schnell und kostengünstig Gebäude zu errichten. Also da kann ich jetzt natürlich nur spekulieren, logischerweise. Was ich mir vorstellen könnte, das ist also sehr im Konjunktiv gesprochen, wäre eben Ersatzteilfertigung an Orten und in Situationen, in denen man gewissermaßen nichts anderes hat. Also gewissermaßen so etwas aufgreift, wir hatten es ja versucht in der Anfangsphase der Pandemie, hatten wir unsere Taskforce gegründet und hatten gesagt, wir schließen uns zusammen, also alle, die irgendwie größere Drucker haben, arbeiten zusammen und für den Fall von Fällen, dass dieses oder jenes gebraucht wird, können wir das fertigen. Da waren wir dann auch dazu in der Lage, aber da hatten wir auch das gleiche Problem, was wir gerade gehört haben, Zertifizierung. Wir hätten ja halt diese Teile, die für medizinische Anwendungen da waren, auch zertifizieren müssen. Das hätte auch einen gewissen Zeitaufwand und auch eine gewisse Investition benötigt. Hier ist es dann natürlich etwas, was man dann auch gelernt hat und sagen kann, jetzt können wir damit arbeiten, können uns das dann gewissermaßen als Hausaufgabe aufschreiben und sagen, da müssen wir uns drum kümmern. Ersatzteile kann ich mir vorstellen, die man dann eben vor Ort braucht. Das ist die Frage für uns, ist jetzt hier in die Ukraine nicht so sehr weit. Manches kann geliefert werden, aber was ist, wenn jetzt irgendwo vor Ort etwas da ist oder wenn man nicht da ist und wir haben keine Lieferkette? Wir müssen vor Ort ganz schnell irgendetwas fertigen. Wobei ganz schnell im Bereich 3D-Druck ja immer noch zu relativieren ist, aber die Zeiten sind ja schon so geschrumpft, dass man davon auch sprechen kann. Das kann ich mir vorstellen, Ersatzteile herzustellen, vor Ort in, sagen wir, mobilen Labors. So etwas würde ich jetzt als erstes bedenken. Für die Architektur, für den Wiederaufbau würde ich jetzt auch sehr spekulativ dann eben meinerseits eine Frage in den Raum stellen. Es ist anscheinend so viel zerstört in der Ukraine, dass man diese Situation wieder hat, wie auch hier in Deutschland nach dem Krieg. Es muss alles gemacht werden. Man hat aber auch gewissermaßen eine gar nicht mal willkommene Freiheit zu handeln, weil eben nichts mehr da ist. Und dadurch kann natürlich etwas Neues entstehen. Wie das dann aussieht, das müsste dann eben entwickelt werden. Das wäre auch eine Frage, die ich gerne an Stefan auch weiterleiten würde. Wie würdest du das zum Beispiel jetzt sehen?
wenn gar keine Infrastruktur mehr da ist, wenn die zerstört ist oder noch keine da ist wie in anderen Ländern, wie könnte man dort 3D-Druckverfahren einsetzen? Was wäre da als Möglichkeit da? Denn ich habe jetzt Beispiele gesehen, die hattest du mir damals gezeigt. Wir drucken mit Lehm, zum Beispiel, also nicht wir, sondern die Idee wäre, mit Lehm zu drucken. Dafür bräuchte man aber auch Wasser. Das wäre in Dürreregionen natürlich auch wieder ein Problem, weil da dann eben ein wichtiger Werkstoff für die Arbeit fehlen würde. Wie siehst du da Möglichkeiten? Was wäre da ein Weg, der denkbar wäre? Also ich glaube, ganz ohne Infrastruktur wird es nicht funktionieren. Das heißt also, weil die Verfahren, also gerade generative oder additive Fertigung, setzt halt einfach ein gewisses Maß an Infrastruktur voraus. Es setzt halt auch voraus, dass Baustoffe vorhanden sind. Also das heißt also, die Verfahren, die wir jetzt sozusagen kennen, so aus der Presse, das heißt so einzelne Häuser gedruckt werden, die sind bestimmt dafür nicht geeignet, weil da einfach auch sehr viel Chemie eingesetzt wird. Das heißt, es sind chemische Stoffe, die halt zum Aushärten des Betons verwendet werden, die man an, vor Ort bringen muss. Die Anforderungen an das Material sind sehr hoch, aktuell noch. Wo ich mir das schon viel eher vorstellen kann, ist sozusagen eigentlich in Ergänzung sozusagen der Fertigteilindustrie. Das heißt, zum Beispiel jetzt ein Beispiel Ukraine, eine lange Tradition in der Produktion von Fertigbauteilen für Gebäude. Und damit kann man schon sehr viel machen. Das ist sehr effizient. Aber bestimmte Sachen kann man halt nicht damit machen. Und da kann halt einfach die additive Fertigung halt ihre Stärken ausspielen. Das ist bei komplexen Bauteilen, vielleicht auch bei Strukturbauteilen, die ganz besondere Anforderungen haben, für die man ansonsten auch sehr viele Ressourcen, also personelle Ressourcen bräuchte und für die halt zum Beispiel ein Formenbau extrem komplex werden würde. Und da gibt es halt auch durchaus Ansätze. Ja? Das heißt, dass man solche Systeme, sozusagen 3D-Drucksysteme halt in den Fertig- oder in der Fertigteilindustrie mit installiert, dass sie halt bestimmte Bauteile herstellt. Aber sozusagen dieses Bild, sozusagen, wir stellen jetzt einen Drucker dahin und der druckt dann Gebäude, das ist leider noch nicht, da sind die Verfahren noch ein bisschen davon entfernt. Man muss ja auch dazu sagen, wenn man jetzt ein Einfamilienhaus drucken will, dann geht das vielleicht, aber wenn man jetzt in der Stadt drucken will und Gebäude, also Hochhäuser oder riesige, große, also Industrieanlagen und sowas, das lässt sich heutzutage noch nicht umsetzen. Nicht in dem Maße. Aber diese Anlagen brauchen alle Spezialbauteile. Und die kann man halt sehr wohl mit den heutigen, mit Verfahren, die jetzt eigentlich so auf dem Markt sind, schon liefern. Das ist sozusagen, der 3D-Druck würde dann so ein bisschen untergeordnete Rolle spielen. Langfristig gesehen wird es natürlich, also es gibt auch so ein Beispiel schon zum Beispiel in Malawi, glaube ich, da wurden auch schon Gebäude gedruckt, zum Beispiel Schulen vor Ort gedruckt mit Material, das vor Ort auch vorhanden war, wo die Anforderungen sozusagen an die Gebäudetechnik auch nicht ganz so hoch waren. Da hat es ziemlich gut funktioniert und das ist auch sehr effizient. Aber in der Ukraine sehe ich das zumindest jetzt sozusagen, das Drucken von ganzen Gebäuden, das sehe ich da nicht, aber es wird viele Bereiche geben, in denen man 3D-Druck einsetzen kann. Bis hin zu 3D-Druck von Metallknotenbauteilen für Brückenstrukturen zum Beispiel. Auch da dann wieder der Blick in Richtung Politik. Ich weiß nicht, wie sehr Sie darin schon eingebunden sind. Welche Vorbereitungen gibt es in der Bundesrepublik, dann vorbereitet zu sein in dem Moment, wo man wieder an Wiederaufbau denken kann und denken darf, dann auch möglichst schnell der Ukraine zu helfen, dort zerstörte Infrastruktur wieder aufzubauen. Dass 3D-Druck da vielleicht auch mit eine Rolle spielt, ist dann ein sekundäres Thema. Im Vordergrund soll ja die schnelle Hilfe stehen. Aber können Sie da schon irgendwie sagen, haben Sie das Gefühl, dass da die Vorbereitung auf diesen Tag X schon gut vorankommt? Naja, der Tag X ist noch an einem unbestimmten Tag der Zukunft, weshalb es schwierig ist, hier eine klare Vorbereitung zu machen. Wir wissen nicht,
ob die Ukraine diesen Krieg tatsächlich am Ende gewinnt. Wir hoffen es, wir unterstützen das. Aber solange nicht absehbar ist, dass wir zu stabilen Verhältnissen wieder in der Ukraine kommen, ist natürlich ein Wiederaufbau immer nur sehr schwierig zu organisieren und immer mit der Gefahr, dass es dann doch wieder auch zu Zerstörungen kommt, verbunden. Deshalb liegt jetzt ja das Hauptaugenmerk der Politik tatsächlich darauf, diesen Krieg zu gewinnen, die Ukraine zu unterstützen mit finanzieller Hilfe, mit humanitärer Hilfe, aber eben auch mit militärischer Ausrüstung. Und was sicherlich gut anläuft und auch schon ja auch gelebt wird, ist ja die humanitäre Hilfe in die Ukraine, also das Notwendigste und das Nötigste an Infrastruktur wenigstens zur Verfügung zu stellen, wieder aufzubauen. Aber an einen großflächigen Wiederaufbau der zum Teil massiv zerstörten Städte in der Ostukraine, daran ist heute ehrlicherweise nicht realistisch zu denken, solange nicht dieser Krieg zu Ende ist und die Ukraine diesen Krieg gewonnen hat. Ja, nun möchte ich ungern mit diesem, nicht unbedingt mit diesem Mollton enden. Eine letzte Fragerunde an Sie drei. Wo sehen Sie oder welchen Beitrag vermuten Sie am ehesten alle drei? Welche Beiträge kann die additive Fertigung in Zukunft leisten, um Bauen nachhaltiger zu machen, um Wiederaufbauhilfen schneller zu machen und um für uns alle Alltagsgegenstände schneller verfügbar zu machen? Also ein kleiner Blick in die Zukunft, hoffentlich mit einem positiven Ausklang. Wo sind wir in der Entwicklung der additiven Fertigung? Sind wir schon sozusagen kurz vor dem maximalen Durchbruch dieser Technologie oder ist der wirkliche Durchbruch dieser Technologie noch 5, 10 oder 20 Jahre in der Zukunft? Fangen wir vielleicht mit Joachim an. Ja, also mein Eindruck ist jetzt, ich sehe das ja jetzt seit über 20 Jahren, ich habe das Gefühl, es geht jetzt erst wirklich los. Um eine deiner Fragen zu beantworten, Alltagsgegenstände. Wir nutzen das bei uns im Labor, in der Zentraleinrichtung jetzt, schon ganz normal für Ergänzungen, die klein sind, aber Geld sparen. Also ich bin ein bisschen größer geraten, ich brauche einen etwas höheren Tisch. Das heißt, wir haben aber dann keinen höhenverstellbaren Tisch gekauft, sondern wir haben Verlängerungen bei uns im Lasercenter gedruckt, an die Tischbeine dran gesetzt, einfach eingesetzt und hatten sofort für wenig Geld einen hohen Tisch. Ist eine ganz einfache Anwendung. Könnte man noch zur Innenarchitektur so gerade eben noch zählen, aber für die allgemeine Anwendung, das entwickelt sich. Da sind wir, glaube ich, was additive Fertigung betrifft, in verschiedenen Bereichen, an verschiedenen Stellen des Fortschritts. Da wird sich auch eine ganze Menge tun, da bin ich ziemlich sicher. Für nachhaltige Fertigung wird ja oft gesagt, die Lagerhaltung kann eingeschränkt werden. Das ist einer der Vorteile. Ein weiterer Vorteil ist aber eben auch diese individuelle Fertigung, dass ich eben für etwas, was ich in diesem Moment so und so brauche, dass ich das fertigen kann und so, wie ich es nirgendwo anders bekomme. Denn manche Sachen sind im Moment in Massenfertigung eben immer noch billiger und günstiger und vielleicht sogar nachhaltiger zu bekommen als im 3D-Druck. Das wird sich aber in der Richtung ändern, indem wir immer in dem Maße, in dem wir sagen, ich brauche dieses oder jenes ganz spezielle Stück und das muss ich jetzt fertigen. In der Architektur oder im Bauwesen wird es sich, denke ich, auch entwickeln, wenn wir uns weiter konzentrieren. Da stehen wir ja eigentlich im Vergleich zu anderen Technologien im 3D-Druck, stehen wir da ja noch relativ am Anfang. Da wird sich etwas tun, das kann ich jetzt nicht gewissermaßen vorhersehen. Ich kann mir vorstellen, es wird um einiges spannender werden, weil wir plötzlich einen sehr großen
Freiraum an Gestaltung hinzubekommen und dass wir uns eben auch die Frage stellen müssen, was kann ich denn gewissermaßen gestalten, was kann ich tun oder was möchte ich tun, wenn ich plötzlich diesen enormen Zuwachs an Gestaltungsfreiheiten habe. Ich denke, da wird es sehr spannend. Das wird mit der Nachhaltigkeit dann Hand in Hand gehen, weil das nämlich auch gefordert werden wird als Zusatz gewissermaßen, als Zusatzqualität, als Zusatzkriterium für Sachen, die wir bauen oder entwickeln. Ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr gespannt gerade auf das, was passiert und passieren wird. Ich sehe es halt an den Anfragen, die bei uns ankommen. Die kommen aus wirklich verschiedensten Bereichen. Und da ist das Thema Bauen jetzt etwas, was in den letzten Jahren hinzugekommen ist. Wie wird gebaut, wie kann gebaut werden? Ich schwimme da momentan ein bisschen. Ja. Ich bin da eigentlich in jeder Hinsicht optimistisch, weil sich dieser Innovationsdruck gerade richtig nach vorne bewegt. Ich habe so das Gefühl, man erwartet eigentlich unter 3D-Druck immer so eine Revolution. Das muss also sagen, also es gibt plötzlich sozusagen ganz neue Verfahren, alles sieht anders aus. Und ich glaube, das passiert nicht. Ich glaube, das ist eher so ein sehr organischer Prozess. Das trifft auf die Industrie und aufs Bauwesen zu. Es gibt halt schon ganz viel 3D-Druck. Das hat sich schon längst durchgesetzt. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt mein Teller, den ich jetzt hier auf dem Tisch stehen habe, dass der 3D gedruckt ist. Das muss auch gar nicht sein, sondern die anderen Verfahren haben auch noch ihre Berechtigung. Aber in der Medizin hat sich das schon längst durchgesetzt. In der Luftfahrtindustrie hat sich das längst durchgesetzt. Wir sind eigentlich überall mit 3D gedruckten Produkten konfrontiert, ohne dass wir es vielleicht direkt wissen. So ein bisschen so wie mit der Robotik auch. Das heißt, man denkt sozusagen, man erwartet eigentlich den humanoiden Roboter, aber eigentlich fahren die Roboter durch unsere Gärten und durch unsere Wohnungen und saugen und mähen. Und beim 3D-Druck ist es ähnlich. Also das Verfahren setzt sich durch und es hat sich schon durchgesetzt in der Industrie, in dem Bauwesen wird sich es durchsetzen, aber ich glaube, es wird halt nicht die ablösende Technologie werden, sondern es wird sie ergänzt, sie tritt sozusagen auf mit anderen Technologien. Sie findet ihre Anwendung, wird ihre Anwendung bei Architekten finden, da bin ich sehr optimistisch, weil die formalen Möglichkeiten werden bestimmt ausgereizt werden und die werden bestimmt erforscht werden. Das sind, glaube ich, Architekten sowieso immer sehr innovativ und Bauherren durchaus auch. Das heißt also, wenn es repräsentativ werden soll. Die Nachhaltigkeitsaspekte liegen halt intrinsisch in den Verfahren schon drin. Das heißt also einfach Materialeinsparung, einfach höhere Effizienz in der Bauteilgestaltung. Aber es wird, glaube ich, nicht so sein, dass wir plötzlich nur noch 3D gedruckte Häuser zu sehen sind, sondern das dauert und dann werden zwischen den normalen herkömmlich gebauten Häusern auch da und dann auch dann auch mal ein 3D gedruckte Haus. Eine zum Abschluss Frage an Herrn Wittecker. Ich möchte Sie jetzt nicht zwingen, eine Prognose für die 3D-Druckindustrie abzugeben, aber Sie hatten vorhin eine ganz wesentliche Voraussetzung genannt, damit dort Innovationen auch schneller Fuß fassen können, nämlich die Digitalisierung. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das gewaltige Vorhaben, Deutschland, Europa zu digitalisieren, aber eben vor allem auch unsere Verwaltungen zu digitalisieren, dass diese Ziele in den gesteckten Zielen erreicht werden können oder zumindest, sagen wir mal, wie zuversichtlich sind Sie, dass wir in den nächsten Jahren da tatsächlich für uns alle spürbare Fortschritte erleben? Also es tut mir leid, wenn ich jetzt eventuell schon wieder in einem Mollton ende, aber da bin ich tatsächlich nicht sehr zuversichtlich. Zum einen sieht man das daran, dass die Zuständigkeiten innerhalb der Bundesregierung für das Thema Digitalisierung noch komplizierter geworden sind, als sie sowieso schon in der letzten Bundesregierung waren, womit ich unglücklich war. Aber ich hatte eigentlich gedacht, dass eine sogenannte Fortschrittskoalition vielleicht dem Thema Digitalisierung sich stark widmen wird, außer dass man jetzt das Klingelschild beim Verkehrsministerium ausgetauscht hat und es jetzt Digitalisierung und Verkehr heißt, ist nicht wirklich was passiert. Es ist mehr Unklarheit darüber,
wer für was zuständig ist in der Bundesregierung. Und man sieht das jetzt auch praktisch. Wir haben gerade letzte Woche eine EU-Richtlinie umgesetzt, wo die Bundesregierung jetzt festgeschrieben hat, dass Arbeitsverträge immer grundsätzlich schriftlich, also per Papier auszuhändigen sind und nicht digital. Und das ist für mich aus meiner Sicht der völlig falsche Schritt. Ja, wir müssen eigentlich alles dafür tun, dass dass erstmal jede Dienstleistung des Staates digital ist, aber dass der Staat auch dadurch Standards setzt, mit denen dann auch zum Beispiel Unternehmen arbeiten können und sie übernehmen können. Ich mache ein praktisches Beispiel. In Estland und auch anderen osteuropäischen Ländern ist es so, dass wenn Sie bei einem Privatunternehmen irgendein Konto eröffnen oder sowas ähnliches, irgendein Nutzerkonto, dann wird das verifiziert über Ihre persönliche ID, die der Staat ausgibt, digital. Das wäre, bei uns ist es ja so, man muss sich jedes Mal neu anmelden. Bei jedem Unternehmen hat man irgendwie so sein Passwort, vergisst es wahrscheinlich auch noch. Und also insofern ist es hanebüchen, was wir da in Deutschland machen. Und ich sehe da leider keine Verbesserung. Ich sehe aber auch keinen großen Druck aus der Bevölkerung heraus, das zu lösen, weil wir dann gerne auch dann gleich wieder mit dem Thema Datenschutz in die Ecke kommen und das dann viele innovative Lösungen auch einfach verhindern. Da hätte ich mir mehr, oder da wünsche ich mir einfach eine andere Kultur. Da gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass sie irgendwann mal eintrifft, aber das wird noch ein hartes politisches Brett sein, was zu bohren ist. Ja, es war zwar ein leichter Mollton, aber wir versuchen den als Ansporn zu verstehen, den vielleicht fehlenden Druck bei der Digitalisierung da ein bisschen nachzuhelfen. Wir sind damit am Ende des 3D Concept Lab 2022. Ihnen allen einen herzlichen Dank fürs Zuschauen und für Ihr Interesse. Egal, ob Sie uns jetzt live verfolgt haben oder ein paar Tage, Wochen später sich das Ganze bei YouTube angeschaut haben. Falls Sie noch darüber hinausgehende Fragen haben, schauen Sie gerne auch auf unsere Webseite des Verbands, der unten in den Beschreibungen entsprechend verlinkt ist. An dieser Stelle von mir ein ganz großes Dankeschön an die Kollegin Birgit Dirks, die dieses Concept Lab zusammengestellt hat, organisiert hat und dafür gesorgt hat, dass wir uns hier persönlich oder auch virtuell alle zusammengefunden haben. Einen herzlichen Dank auch an Egon Huschitt, der die Technik bereitgestellt hat, damit wir hier miteinander sprechen und konferieren können. Und so sehr ich Egon gönnen würde, dass wir auch nächstes Jahr uns hier in diesem Studio wiederfinden, hoffe ich doch, dass die Corona im Jahr 2023 noch ein bisschen mehr hinter uns liegt, als es das jetzt noch leider nicht tut, damit wir uns in irgendeiner Form dann auch wieder stärker persönlicher treffen können. Aber selbstverständlich werden wir weiter versuchen, all diejenigen, die von weiter herkommen, auch aus Nachhaltigkeitsaspekten, einfach digital dazuzuholen. An Sie in dieser Runde einen herzlichen Dank für die Diskussion. Wir nehmen die innovativen Ideen gerne in unsere Verbandsarbeit auf und arbeiten weiter daran, dass die additive Fertigung weiterhin quasi zu einer Alltagstechnologie wird und dann nicht nur Mitarbeiter von 3D-Laboren an Universitäten sich ihre Stuhl- und Tischvergrößerungen ausdrucken, sondern dass das die Default-Position bald für jeden von uns ist, wenn er ein ähnliches Alltagsproblem hat oder sich auch vor noch größeren Innovationsproblemen, mit noch größeren Innovationsproblemen konfrontiert sieht. Ein herzlicher Dank und spätestens bis nächstes Jahr oder auch wann immer es wieder eine Gelegenheit dazu gibt. Vielen Dank. Tschüss.